So, guten Morgen. Es ist Frühstückzeit. Und? Samstag. Ja. Zeig dir Brot. Zeig dir Brot, ja. Alter. Familie schon komplett abgerichtet auf Kamera. Herr Kamera. Der hat keinen Mund. Oh, hat keinen Mund? Oh. Ist der Kamera aber traurig. Hier ist ein Mund. Das Name ist ein. So, Kinder, was ist denn heute? Machen wir heute den Weihnachtsbaum? Ja! Dann machen wir heute den Weihnachtsbaum. Die Stimmung ist ja Wahnsinn. Ja. Du darfst ein Brot essen. Ja, danke. Aber man muss aufpassen wegen Sky, die weiß nicht, dass sie sich halt steckt an diesem Nagel. Ich glaube, Mama wird das schon gut im Griff haben. Also grundsätzlich ist es ja so, dass Mama natürlich die Sachen anhängt, aber ihr dürft mitmachen. De facto ist, jetzt wird erstmal was essen. Danke. Oh, jetzt haben wir aus dem Keller das ganze Weihnachtszeug geholt. Mütze auf. Nuki, dein Bett noch ordentlich machen. Tja, heute schmücken wir den Weihnachtsbaum. Also, wenn Nuki ihr Bett ordentlich gemacht hat. Was ja nicht weiß, wie es funktioniert, was man erstmal alles runterräumt. Ich habe hier ein altes Buch und da ist was abgeklebt in einem Abzählreim und das werde ich jetzt mal hier wieder ablösen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Mami! Beklebt. Warum? Das weiß ich nicht, werde ich jetzt ablösen. Schauen! Super! Na, dann hängst du wieder an. Ich habe gerade versucht, das nicht zu entsorgen, aber Lumen hat es geschafft. Lumen ist nicht ganz so blöd. Ich dachte, es wäre kaputt. Und da habe ich dieses. Mann, jetzt riecht es nach Kakao. Meine Haut ist gar nicht mit dir drin. Toll. Mann. Was natürlich machen, wenn. Lass mal beiseite packen. Jetzt geht's dir waschen. Der ist noch viel schlimmer, ey. Tja, Luki hat gerade selbst genäht, wa? Toll. Na, was kommt jetzt? Na, klar. Marlies, ich lese mal vor. In Breslau steht eine Scheune. In Breslau steht ein Puppenhaus. Da gucken fünf Frauen raus. Eine macht Seide, die andere macht Kreide. Die eine macht Hemden. Dir eins, mir eins und der Jude kriegt keins. Der Jude kriegt keins. Der Jude kriegt keins, haben sie abgeklebt. Ja, so ist das gewesen damals. Das ist Leon, ja. Und wer ist das? Papa. Das ist der Papa. Willst du das zeigen? Ja? Papa, darf ich zeigen? Ja, zeig mal, was du gemacht hast. Also ich habe jetzt gerade in das hier genäht. Aber das ist der einzige... Satz, also hier sieht man, soll eigentlich weiße Farben sein, aber ich habe dann rosa genommen. Aber eigentlich wollte ich blau. Da sitzt jetzt Lumen gleich. Da sieht es jetzt halt so aus. Ich mache eine Zeit am Weihnachtsbaum schmücken. Oh oh. Bitte nicht auf den Po hauen.
Tja, so wohnen die Kinder schon. Papa, kann ich eine nehmen? In Breslau steht ein Schein. In Breslau steht ein Puppenhaus. Da gucken 4, 5 Frauen raus. Eine macht Seide, die andere macht Kreide. Die eine macht Hemden. Die eins, mir eins. Und der Jude kriegt keins. Ist ein Ding. Wenn du der Jude bist in dem Abzählreim, dann musstest du raus, sozusagen. Noch was abgeklebtes hier. Das ist ja ein Fibel für die deutsche Jugend von 1940. Mensch, ich wollte schon letztes Jahr hier machen. Die sahen ja so erbärmlich aus, die Dinger. Naja, kurz Pause. Jetzt kommt er erstmal mit. Jetzt kommt er erstmal mit rüber. Mitnehmen. So, ich wollte gerade einkaufen noch. Ja, jetzt ist Feierabend. Essen? Das ist für Mietzi. Ja, ist das auch ein, was mit Mietzi? Sie braucht auch wieder Essen. Ich sag mal, ist Mietzi, okay, Papa? Ich hab auch schon gesagt, und ich lass sie her. Nein, das ist doch gar nicht mal fertig. Ja, aber trotzdem. Wir müssen jetzt erstmal warm machen. Mietzi, das hat ja noch, okay? Mietzi, hab Geduld. Wir machen es gerade eben. Wollt ihr jetzt kühlen? Ich habe für die Katze gekocht. Okay. Heute gibt es Rind mit Möhrchen. Rind mit Möhrchen. Frisch gekocht. Frisch gekochte Möhrchen. Natürlich alles ohne Gewürze, ist ja klar. Ne? Also ja nicht. Katzen essen keine Gewürze. Also würden sie essen, aber kommt sie nicht. Vielleicht gibt es lecker Essen.
Du denkst dir ja echt gut an die Katze, Papa. Ja, muss ja sein, so eine arme Katze. Ja, wenn du willst, kannst du mitmachen. Ja, wie geht das? Einfach jetzt hier schön, richtig schön rühren. Und manchmal hier so ein bisschen. Und du quetschst. Quetsch den Möhren. Kann man alles kosten. Kann ich auch mal probieren? Meine Tochter probiert vor, als Vorkost für die Katze. Yum, yum. Lecker. Ja. Ich glaube, das reicht schon, oder? Ja, das reicht erst mal. Darf ich das noch essen? Nein, das ist für die Katze. Ich bin gespannt, was die Katze sagt. Das ist jetzt zu heiß wahrscheinlich. Soll ich pusten? Nein. Ja, gut, das war das Essen für die Katze. Die ist jetzt noch nicht will, weil es einfach noch zu warm ist. Wird sie natürlich so mitnehmen. Das ist ja klar. Muss ein bisschen abkühlen. So, alle weg. Ich hoffe, es schmeckt dir überhaupt. Ja, die Katze kriegt Jungbulle und wir kriegen Pizza oder was? Jungbulle mit Möhrchen. Mit zarten Möhrchen. Kannst du das auch mal für mich machen? Jungbulle mit zarten Möhrchen? Ja, bitte. Ja, ich hab ja noch genug da, ja. Ja! Mizi fasst das schon mal mit ihrer Pfote an. Das ist zu heiß, aber ansonsten gelüftet. Also das ist so ähnlich wie im Grunde genommen, es schmeckt jetzt wirklich so wie dieses Baby-Nahrung. Brei. Babybrei. Wenn man das jetzt noch püriert, das Fleisch, dann ist das perfekt. Sie esst jetzt. Genau, sie traut sich langsam ran. Jetzt ist es langsam kalt genug. Jetzt wird sie fressen gleich. Sie, Papa, weißt du, sie macht so erstmal hat sie so gemacht. Sie testet an. Mein Essen. Jetzt gehen wir mal rum und gucken, wie der Weihnachtsbaum aussieht. Ja. Komm mit. Fertig. Los. Na los, überall. Einfach gedrückt lassen. Und überall lang. Ja. Mann, der ist keine Batterie. Wow. Na Mensch, aber haben wir doch schön gemacht. Ja. Sieht doch gut aus. Ja, und diesmal so ein Glücksdichter. Habt ihr schön geschmeckt. Pilze. Hast du schön geschmeckt, Marlies. Diesmal ohne die Pilze, ja. Die Pilze sind doch da. Warte. Ja, die braunen Pilze. Ach, die Pilze, naja, einmal hatten wir andere Pilze, die waren mit. Naja, gut, Weihnachtsbaum sieht schön aus, finde ich. Und jetzt ist gleich am Boot angesagt. Gibt es Pizza? Papa? Ja. Liebe Leute, wieder ist ein Tag vollbracht. Und wieder hatten wir eigentlich hier mal Ordnung geschaffen, vor kurzem, und jetzt ist wieder unordentlich. Und Lumi räumt ihre neue Küche ein. Räume ich? Ja. Vorsicht, Vorsicht. Ja, stoß dich nicht. Da. Mhm. Ja. Wow, das ist der Kühlschrank? Nein, gefrierfach. Gefrierfach? Auch gut. Da kommen alle süßen Sachen hier und alle normalen Sachen mit meinen Puppensachen. Ja. Hier? Komm auch mit. Und ich habe gerade hier noch dazu gemacht, Mami hat mir die alle auf Dörfchen zu stellen, aber ich habe sie kurz hier hingestellt. Okay. Weil ich habe hier so Salat gemacht. Einmal Obstsalat und einmal normalen Salat. Die Zwiebeln. Super, naja, das ist jetzt der Feierabend. Hm? Das ist jetzt die neue Spielküchenecke hier drin. Ja, und ich darf es auch dort behalten, wollte ich. Gut, ich mach Feierabend. Wir sehen uns morgen früh, liebe Leute. Oder?